Ich grüße euch aus der kleinsten Großstadt von Deutschland mit nur 100.000 Einwohnern, so gerade seit 2008, namens Gütersloh, die Großstadt in Ostwestfalen. Wie gesagt, Gütersloh ist eine recht neue Großstadt seit 2018 und dementsprechend dann neben Bielefeld und Paderborn die dritte ostwestfälische Großstadt, hier der Bahnhof von G-Town. Wir sind noch nicht diese ganz krassen Großstadtallüren zu bemerken, dennoch spürt man natürlich den Charme einer größeren Metropole hier in Westfalen. Es geht hier in die Innenstadt von G-Town oder der Dalkestadt, wie diese Stadt damals wie heute noch von zum Beispiel den Nachbarstädtern genannt wird, wegen dieser pietistischen Frömmigkeit, die in dieser Stadt lange herrschte. Deswegen nannte man auch oft Gütersloh, das kleine Nazareth. Bekannt ist Gütersloh übrigens durch den Firmensitz der Firma Miele, die bekannt ist durch ihre Maschinen, Haushaltsgeräte, Miele, Maschinen, Gütersloh. Weiter geht's in die Innenstadt. Und hier sieht man eine typische Bauweise im Fachwerkstil mitten in der Gütersloher Innenstadt. Hier ist das Stadtmuseum. An solch ist die Stadt definitiv auch von alten Gebäuden geprägt. Hier auf dem historischen Marktplatz in der Innenstadt. Das finde ich wirklich sehr schön. Ich muss sagen, das ist sehr schön, ein kleiner Rundplatz. Was wirklich auch eine Kuriosität ist, Gütersloh ist die Suryoye-Hauptstadt in Deutschland. Hier sind sehr viele Assyrer, sehr viele Aramäer, wenn nicht sogar die meisten in ganz Deutschland. Ja, das ist eine schöne Kuriosität. Und hier auf dem Marktplatz sieht man diesen verspielten Bau dieser Sakralbaute. Grandios. Tolle Fachwerkhäuser. Also wer Fachwerk liebt, der kommt auch in Gütersloh auf jeden Fall auf seine Kosten. Wobei ich damit niemals gerechnet hätte. Hier sieht man nochmal die gotischen Spitzbogenfenster und irgendein Denkmal hier auf diesem grünen Platz in der kleinsten Großstadt Deutschlands. Ich will es nochmal erwähnen. 100.000 Einwohner. Nicht 100.000 ein, 100.000. Kann natürlich sein, dass es sich, wenn ihr das guckt, schon geändert hat, aber so ist es jetzt. Und hier ist so der zentrale Platz. Hier spielt sich das Leben ab. In Gütersloh sind die Geschäfte. Auf jeden Fall sehr schöne Fußgängerpromenaden in der City. Hier kann man gut shoppen. Hier gibt es alles. Und hier fühlt es sich dann doch auch an wie eine Großstadt. Muss ich auch ganz klar sagen. Es ist schon großstadtwürdig. Auch wenn es irgendwie ein bisschen ruhiger zugeht. Und das Rathaus. Modern mit einem tollen Brunnenspiel. In der kleinsten Großstadt Deutschlands. Was haltet ihr eigentlich von Gütersloh? Was haltet ihr überhaupt von Ostwestfalen oder überhaupt von Westfalen? Langweilig? Öde? Zum Beispiel Bernd das Brot hat gesagt, Gütersloh ist öde. Keine Ahnung. Wie war das Video? Schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich. Danke fürs Zuschauen.